Liebe Campervan-Enthusiasten, wir sind auf dem Caravan-Salon und wir haben wieder ein ganz besonderes Bonbon für euch gefunden. Der eine oder andere, der unseren Kanal gut kennt, der weiß, dass wir viel schon mit Robeta zusammen gemacht haben. Und wir haben zusammen Eugen, der Vertriebsleiter von Robeta, und wir von der Motorzeitung, wir haben zusammen uns dieses Modell angeschaut, als es noch in der Rohkarosse da stand. Genau, schön mit Bild drin. Genau, und jetzt ist es fertig und es ist ein Augenschmaus. Also Eugen, ich gebe dir mal die Verantwortung für dieses Teil, weil es sieht wirklich super schön aus und du musst uns jetzt ein bisschen mitnehmen. Wir haben ganz viele Einflüsse aus dem Bootsbau und die Details sind toll. Ja, also wir haben ja jetzt gestern das Fahrzeug vorgestellt. Und so die erste Resonanz ist also, kann man sagen, 110% positiv. Mhm. Das Kompliment ist einfach, dass man ein ganz anderes Fahrzeug gebaut hat. Überrascht sind die Kunden von der Offenheit des Fahrzeugs, weil ja der Sprinter eigentlich ein sehr enges Fahrzeug ist. Und uns ist es gelungen, hier einen sehr offenen Raum zu machen. Und wie du schon sagtest, das Besondere ist halt bei dem Auto, dass das mit Yachtmöbel ausgebaut ist. Also nicht im konventionellen Ausbau wie ein Wohnmobil, sondern wir haben ja ein bisschen safe im Gewicht. Das heißt, wir können hier mit Massivhölzern arbeiten. Das ist eine ganz neue, sage ich jetzt mal, Art des Ausbaus bei so einem Fahrzeug. Und ja, wenn wir reingehen, sehen wir eigentlich direkt, was da passiert. Die Kunden finden es konzeptionell also absolut gigantisch. Ja, es hat eben diverse Dinge, die man so nicht gewohnt ist in dieser Größenordnung. Weil eigentlich sind die Fahrzeuge immer irgendwo ein Standardgrundriss mit Sitzgruppe etc. Wir haben hier im Prinzip eine Optik reingebaut, die normalerweise teilintegrierte, vollintegrierte haben im Kastenwagen. Und wie gesagt, es ist nicht so gedrungen, sodass wir also hier wirklich ein anderes Raumgefühl reingebracht haben. Ne? Eure Meinung interessiert uns auch und auch Robeta interessiert eure Meinung ganz besonders. Schreibt es bitte in die Kommentare rein, was euch auffällt, was euch ganz besonders gut gefällt, was natürlich einen wirklich anderen Ansatz hat, aus dem Yachtbau gelernt und hier integriert. Oder was ihr zusätzlich noch gerne sehen würdet, tolle neue Ideen werden sehr gerne aufgenommen. Ja, ja, klar. Und dementsprechend, eure Meinung ist gefragt. Marschieren wir mal rein. Wir sind jetzt hier also in dem Robeta, in der Schumacher Edition, in einem Sprinter. Mhm. Das sehen wir vorne im Cockpit. Und gibt es da auch schon das eine oder andere, was außergewöhnlich ist, besonders ist, was wir kurz erzählen wollen? Besonders ist im Prinzip das gesamte Fahrzeug. Wir haben hier natürlich volle Hütte mit allen Assistenzsystemen etc. Ja. Wir arbeiten im Moment daran, dass wir also das Cockpit noch aufhübschen mit einer Lederung. Das ist leider, das Fahrzeug wurde 3 Tage vor der Messe fertig, also es sind noch Punkte, ein paar Punkte nachzuarbeiten. Wir möchten also hier den Standardfilz weghaben, was anderes machen und am Armaturenbrett noch ledern, dass das eben so in die ganze Geschichte sich einintegriert. Wie gesagt, er hat also sämtliche Assistenzsysteme, was es gibt. Ja. Und das ist eben das Außergewöhnliche jetzt dabei. Ne? Also Kameras rundum wahrscheinlich, dann hat er natürlich tausende Möglichkeiten, die unterschiedlichen Geräte aufzuladen. Genau. Was ich so sehe, Navigation wird standardmäßig das dabei sein. Das ganze Audiosystem. Wir haben hier zum Beispiel mit der Firma GL, ist hier eine komplette Soundanlage installiert. Also das ist schon so mit das Beste, was auf dem Markt ist. Ne? Alleine die, glaube ich, kommt kostenmäßig schon ganz gut. Ja, die liegt schon fast im fünfstelligen Bereich. Und da ist schon nicht gekleckert, sondern hingeklotzt worden. Ja. Man erwartet das ja auch von dem Fahrzeug. Ja. Ne? Man sieht hier, also wir haben das hier alles ausgebaut, hier mit Glanzlack etc. Und das Besondere ist ja hier, dass wir hier oben das Bett eben haben. Dieses ist hydraulisch, das heißt, es ist nicht die Liegefläche, die es jetzt anzeigt. Wenn das herunterkommt, geht das auseinander, hydraulisch, elektrisch, ohne Knopfdruck.
Und wir haben dann eine Liegefläche über die gesamte Breite. Da gibt es auch noch ein paar Detailarbeiten dran mit der Abstützung, wenn das unten ist. Es liegt hier auf der Küche. Und da wird jetzt noch was gemacht, dass das hier vorne am Fahrerhaus sich praktisch verkeilt und dann eben richtig abgesichert ist. Ne? Was hat es dann tatsächlich für eine Größe? Das ist in etwa 1,70 Breite mal 210. Naja, also genügend Platz, um da sehr gemütlich zu zweit zu liegen. Das Fahrzeug ist ja für zwei Personen konzipiert. Also man könnte hier noch einen Schlafbereich machen. Wie gesagt, das ist ja hier alles auszugsfähig, modular. Man kann hier dann auf Wunsch Einzelsitze einbauen, noch wenn jemand sagt, okay, wir haben Enkel oder was oder Kinder, die mitfahren wollen. Macht man hier einen Klappsitz rein oder zwei in den Gang und nimmt die dann hinterher in den Stauraum. Und hat eigentlich dann auch vier Plätze für die Fahrt. Ne? Aber prinzipiell ist es für zwei Personen erstmal konzipiert. Ne? Hier sehen wir auch natürlich schon die verschiedenen Möglichkeiten der Modularität, einen Tisch aufzubauen, auszuklappen. Genau. Hier die Couch, die auch etwas ungewöhnlich ist, die man natürlich auch auf richtig gemütlich Modus einsteuern kann. Und mit dem Soundsystem direkt an der Couch, damit ich es eben sofort auch richtig bedienen kann, wenn ich ganz gemütlich in meiner Couch rumlümmel und entspannen will. Ja, was gibt es zu der Dinette an der Stufe noch weiteres also zu erzählen? Also wir sind dabei, mit dem Hersteller im Moment den Tisch noch zu optimieren. Also da kommt eine komplette Neuentwicklung, weil der ist jetzt starr. Ich kann den hier in der Breite drehen. Ich kann den hier abmachen. Ja. Man sieht, er wackelt etwas. Das wird über ein anderes Schienensystem jetzt gemacht. Der soll auch drehbar werden und soll noch größer von der Fläche her werden. Ne? Mhm. Also das ist jetzt nur mal so der erste Einblick in die Geschichte. Da wird also noch entsprechend optimiert werden. Ja, was wir hier auch sehen, da ich hier gerade stehe, dass wir hier einen enorm breiten Eingang haben. Ja. Und damit natürlich sofort ungeheuer viel Raumgefühl entsteht. Das heißt, wenn ich auf der Couch sitze, an meinem Couchtisch, und das Ganze richtig positioniert habe, dann habe ich hier die volle Aussicht auf alles, was ich sehen will. Genau. Und das macht natürlich auch einen ungeheuren Eindruck. Ja. Und damit habe ich auch ein ganz anderes Lebensgefühl hier in dem Van. Ja. Natürlich kann ich hier auch zuziehen, um, falls ich hier mitten in der Natur bin, die Natur anzusehen, aber sie nicht reinzulassen. Genau. Jetzt nehme ich euch gleich als erstes mal mit zu einem kleinen Funfact. Richtet euren Blick mal hier runter. Da seht ihr einen Platz, der ist perfekt für einen Hund eingerichtet. Und wie sieht es noch aus? Naja, ein Hund, der braucht auch einen Wassernapf und hier einen kleinen Fressnapf. Ist das nicht cool? Aber ich wollte gar nicht ablenken von der Luxusküche. Genau. Eugen, also erzähl uns mal. Das ist individualisiert, also natürlich kann dann, das soll nicht generell ein Platz für den Hund sein, hat nicht jeder einen Hund. Genau. Hier wird dann eine Schublade untergebaut und dann haben wir wieder den Zustand hergestellt, was eigentlich Stauräume bedeutet. Ne? Wie gesagt, die ganze Möbelstruktur hier ist im Holzbau mit Massivholz im Yachtbau gemacht. Ist also runde Linien geschwungen. Sehr hochwertig von der Qualität, also da werden Luxusjachten von der Firma gebaut, also die Möbel sind nicht made by Robetta, sondern wirklich bei einem Spezialausbauer für Yachten hochwertige. Ja. Ne? Und mit dem haben wir hier kooperiert. Das Fahrzeug ist eigentlich hier, wenn wir hier in der Küche stehen, voll ausgestattet mit allem, was man so braucht. Wir haben hier eine Kaffeemaschine, einen Siebträger, der auch mit Pads zu benutzen ist, etc. Wir haben hier die komplette Küche in Induktion, also das Fahrzeug ist gasfrei. Das heißt, wir haben Induktion, wir haben hier eine Elektronik verbaut, also serienmäßig hat das Fahrzeug 460 Watt AH Lithium. Mhm. 300 BP Solar auf dem Dach. Optional können wir 920 AH Lithium reinbauen.
ist natürlich auch mit einem intelligenten, neuartigen Booster. Das heißt, wir haben hier einen 150 Ampere Booster, ja, der auch im Leerlauf funktioniert. Das heißt, ich kann in kürzester Zeit, könnte ich im Notfall über den Leerlauf des Motors, sage ich jetzt mal, in 2 Stunden habe ich die Batterieladung fast voll wieder. Also da ist richtig Druck drauf. Und wie gesagt, wir haben auch die Küche ausgestattet mit vielen Finessen. Es gibt hier zum Beispiel einen Weinkühlschrank, speziell für Wein. Ist natürlich für Ralf Schumacher ein Thema mit seiner, ja, Weinselektion. Haben wir hier auch schön rein. Sehr schön. Die trinken wir aber erst später. Genau, da trinken wir später. Was ein ungewöhnliches Teil ist, wir haben hier eine Geschirrspülmaschine. Toll. Wir haben hier einen Mikrowellenherd, könnten auch einen Backofen reinmachen. Ich habe dann mal hier noch einen Apothekerschrank. Und die zweite Schublade ist dann, das sehen wir dann später, eine Treppe für das Hubbett, ja, um ins Bett zu kommen. Stauräume natürlich noch und nöcher. Kerox, Steingut, Spüle. Das Fahrzeug ist komplett mit diesem Mineralstoff hier ausgekleidet, auch im Hygienebereich, also in der Dusche. Wir haben hier so kleine Gimmicks wie ein Gewürzregal. Und natürlich, was wichtig ist, ausgenommen von dem Kühlschrank, ein großer Kühlschrank mit 150 Liter Volumen, das heißt oben Gefrierfach großes, Kühlschrank und hier unten noch die Schublade dazu, die man für Gemüse, Getränke, Softgetränke etc. noch nutzt. Also hier kann ich aufkochen ohne, genau, Ende. Wir haben hier einen großen Kleiderschrank, der kann also umfunktioniert werden. Ich kann hier die Böden rausmachen, kann mir einen richtigen Kleiderschrank reinmachen, habe 4 Fächer, wo ich diverse Dinge einbringen kann. Ein Fernseher kommt hier ein etwas größerer hin, den werden wir hier in diese Höhe machen, damit man auch vom Bett aus schauen kann. Leider ist es hier nicht möglich, einen großen Monitor irgendwo anzubringen, weder an der Decke noch hier, ja, weil es ist kein Thema, das zu verstauen, aber ich denke, so 27 Inch werden wir hinkriegen. Die ganze Beleuchtung hier ist RGB, das heißt, ich kann also jeden gewünschten Farbton einstellen, was, ja, gewünscht wird, ob das Türkis, Grün. Das können wir doch durchaus mal ausprobieren. Das können wir ausprobieren. Wir haben hier also die weiße, genau. Und dann können wir hier einfach spielen. Und das ist toll, es gibt sofort eine andere Atmosphäre, genau, und zwar, ja, im kompletten Fahrzeug. Genau. Und damit kann ich auch wirklich die Stimmung richtig schön lenken. Ja, ja, das eine Mal bin ich, um beim Thema Wein da nochmal vorbeizukommen, das eine Mal bin ich eher in der Rotweinstimmung, ja, ja, und will es dann wirklich in dunkelrot, genau, haben. Und das nächste Mal bin ich eher, ja, in der Weißweinstimmung. Mhm. Und dann ist dann eher der Gelbton das Ansprechende, genau, und das passt dann super. Ja, und ich kann es dann auch wirklich zur Geltung bringen, ja, und das ist sehr schön. Das sind tolle Details, ja. Was also hier auch noch drin ist, ist die Elektronik. Ja. Die steckt hier alles so wie in der Sicherungskasten zu Hause. Alles verbaut, leicht zugänglich und halt eben schön verpackt. Und was auch das Besondere ist, wenn man eben von hier hin mit dem Spiegel in der Rückseite, meint man, das Fahrzeug ist irgendwo 15 Meter lang. Ja. Ich habe immer noch das Problem, wenn ich hinten reingehe, stoße ich fast in die Tür, weil ich denke, das ist alles weiter nach hinten. Wir haben hier eine Klimaanlage verbaut. Wir haben einen Ventilator verbaut, der, ja, eigentlich schon sehr kühl macht. Die Klimaanlage ist also auch über die, durch das, dass wir genügend Power drin haben, auch hier einen laufenden Motor zu betreiben. Das heißt, ich kühle das Fahrzeug eine halbe Stunde runter, mache den Ventilator an, Klimaanlage aus, bin ich im sicheren Bereich. Wir können hier auch diese Nasszelle können wir auch abtrennen, ja, und sagen jetzt hier, dann ist das zu. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, eben auf diese ganze Geschichte hier.
Das heißt, auch hier haben wir ganz klassische Stauräume, die wir nutzen können, die nur einfach sehr, sehr edel verpackt sind. Genau. Und man sieht hier diese Technik von den Verläufen hier, von den Klappen. Also das ist schon höchste Kunst im Möbelbau. Das ist also wertig. Und wir haben hier rundherum eben Stauräume drin. Okay. Also hier haben wir ein Bedienfeld im Prinzip für das Fahrzeug, wo alles hier hinterlegt ist über eine 19-Tasten-Panel. Das heißt, ich habe hier USBs drin, ich habe hier für jede Funktion, also Inverter etc., Audiosysteme, außen elektrische Markise, das Hubbett, eben Heizung, Bodenheizung, dann eben die Hydraulikstützen etc., unterschiedliche Anschlüsse, TV etc., ist also alles hier zentral steuerbar. So, hier haben wir jetzt den Badbereich. Wie gesagt, das ist die Nasszelle und die Toilette. Absolut alles hier in der Dusche mit Mineralmaterialien, eben auch mit dem Kerox, Steinoptik Duschwanne mit der großen Brause. Die Regenwaldbrause. Genau. Hochwertige Armaturen, edel mit Glas. Dann das Besondere ist die Toilette. Die Toilette ist eine sogenannte Masterflash von Dometic. Das heißt, es ist eine, mit eigenem Tank. 55 Liter, also nicht Kassette, wie man es bei den Kastenwagen, sondern fest verbauter Tank. Und ist eine Keramiktoilette, also im Prinzip nichts anderes wie in jeder Wohnung zu Hause. Ja. Auch hier viele Ablageflächen. Dann der Spiegel. Alles hier mit Staufächern versehen. Also wirklich auch ein Augenschmaus vom Design her. Absolut. Auch mit Lautsprechern hier oben, dann wie gesagt der Dachventilator. Und hier ist dann unser Personaleingang, sagen wir immer dazu. Das hier ist noch ein Schrank, der von hinten zu beladen ist. Der ist gedacht für Stühle, Tisch, Sportequipment. Also das wird dann, sehen wir später von außen, kann individualisiert werden. Das heißt, wenn da ein Golfpack oder irgendwas oder Skier, wird es einfach Halterungen geben dafür, wo das hinten fest verbaut wird. Und das ist halt eine feine Sache. Das ist die Ankleide sozusagen. Ja, eine Ankleide ist es ein bisschen eng. Es ist eben der, sagen wir mal, der Haushaltsraum. Ne? Ja. So, man sieht hier jetzt, wie das Bett herunterkommt. Das Bett ist noch nicht in der Endversion, weil wir haben festgestellt, durch diese faltbaren Teile, man sieht jetzt hier gleich die Hydraulik, wenn die hier austritt. Das heißt, es kommt der Lattenrost, fährt automatisch aus, um die Liegefläche zu vergrößern. Das ist alles, damit es oben kompakt in die Rundung reinpasst, genau. Der Sprinter. Das Bett kriegt eine Auflage und eine Versteifung, dass da also nichts ist. Wir haben 300 Kilo Belastung hier oben drauf. Der Trick ist eben dann hier die ganze komplette Liegefläche. Wir werden hergehen, werden das hier abtrennen, dass man das mit dem Reißverschluss abtrennen kann. Dann kriegen wir mehr Innenstehhöhe und das Bett kann höher gefahren werden gegen die Decke. Das heißt, es wird verankert? Durch Hydraulik, und dann, Krallen, sagen wir mal, wo das eben stabilisiert. Aha. Und kriegt noch einen Standfuß, einen hydraulischen hinten hin. Und hier werden unten noch so Propfen dran gemacht, wo das aufliegt, dass das einfach nicht wackelt. Ne? Ja. Obwohl das schwingend natürlich auch ganz nett ist. Ja, hat auch seine Vorteile, wer es mag. Ne? Für den, der es mag. Genau, dann musst du hier aber ein bisschen mehr abräumen, ne? Wahrscheinlich. Ja. Aber es ist schon sensationell, was hier an Liegefläche ist. Wie gesagt, wir gehen dann her, ziehen das hier raus und haben hier die Treppe zum Begehen. Jetzt heißt ja, da ist ja der Ausgang zu. Dafür haben wir die Tür hinten, können wir hinten raus. Ja, beim Personalausgang. Absolut kein Thema, ne? Wir haben hier, wie gesagt, das Ganze ist fernsteuerbar mit Fernbedienung. Aber wir haben natürlich auch an den Worst Case gedacht.
Das heißt, sollte irgendeine Störung, Batterie leer etc., sind die Lichter hier noch manuell zu bedienen. Man sieht hier so ein bisschen stylisch die ganzen Schalter. Hier zum Beispiel ist eben für die Duschkabine die Beleuchtung. Wir können hier das ein- und ausschalten, die Spots, und alles ist hier nochmal separat steuerbar. Wir haben hier diese kleine Leselampen an beiden Seiten, die auch vom Design her außergewöhnlich sind. Ja. Also es ist im Prinzip im Fahrzeug an alles gedacht. Jede Kleinigkeit ist durchdesignt. Genau. Also das Fahrzeug ist ein 5-Tonnen-Fahrzeug. Wir haben jetzt das Fahrzeug, so wie es hier steht, mit allem, was drin ist, gewogen. Wir haben also ca. 850 Kilo Zuladung. Das heißt, das Fahrzeug wiegt mit allem 4.150 Kilo. Man muss auch bedenken, wir haben hier zum Beispiel Echtglasscheiben drin. Also das sind keine Acrylscheiben. Das ist also Real Glass. Eine große Markise haben wir hier oben auch noch. Ja, elektrisch. Ja. Mit einer Länge von, das sind fast 5 Meter, das ist oder 4,50 Meter? 4,50 Meter. Ja, ja, ja. Und wahrscheinlich ein Ausfall von irgendwie 3 Meter. Wie es normal ist, ja. Mhm. Zwillingsbereifung hier hinten, damit wir eben auch die Last gut ab... Ja, stabilisiert das Fahrwerk, ne? Ja. Wie gesagt, das der hat also auch hydraulische Stabilisatoren unten drunter. Also man kann den dann nivellieren und alles. Mhm. Geht alles über Pfannensteuerung. Ne? Ja. Ja, dann denke ich mal, sollten wir mal den Dienstboteneingang nutzen. Jo. So, dann haben wir hier das nächste Highlight. Das ist eben unser Personaleingang oder wie wir sagen, Staufach, der Heckschrank. Wie ihr seht, haben wir hier also ein System drin, wo also gewisse Dinge verstaut werden. Wir können das raus und rein machen, damit die Tür nutzbar ist. Gedanke ist, dass wir hier individualisieren mit Haltepunkten. Das heißt also, wenn ich hier jetzt einen Tisch reinstelle und Stühle, wird es Packbänder geben, die eben das fest verzurren. Ich könnte jetzt im Prinzip eine Halterung hinmachen für Ski. Oder ich mache mir einen Besen dahin oder wie auch immer. Also es sind alle Möglichkeiten offen. Und wie gesagt, das ist dann auch noch der Notausstieg. Und wir haben natürlich genügend Stromanschlüsse, selbstredend. Ne? Ja. Das Thema, sage ich jetzt mal, das Thema Fahrrad ist ja hier auch ein Thema. Da muss man dann eben mit einer Fahrträger arbeiten, ne? Weil das würde wieder zu viel Platz wegnehmen, wenn wir hier sagen, wir gehen da kürzer, damit zwei Fahrräder rein können. Ja, dann würde das auf Kosten des Badezimmers gehen. Genau, genau. Ja. Dann wäre das Konzept nicht mehr so offen. Ne? Ja, aber auch hier, was man sofort sieht, natürlich, überall ist die Optik eingehalten, überall sind wir hier wieder in den Schiffsmöbelbau und es ist alles enorm wertig von der Haptik, von der Ausführung und sehr schön gemacht. Auf der Fahrerseite sehen wir wieder hier die Echtglasfenster. Genau. Wir sehen natürlich den Landstromanschluss. Ja. Dieselheizung, Kamin. Ja. Wie immer. Also, geplant sind 20 Fahrzeuge. Vorerst. Es wird auch darüber gesprochen, ein kürzeres Modell auf der 7-Meter-Basis, also dieser 693. Dass wir den im nächsten Jahr hinterher schieben. Aber im Moment dieses Fahrzeug wird also in einer Auflage von ca. 20 Fahrzeugen verkauft über bestimmte Robita-Händler in Deutschland. Noch dazu bemerken, das ist jetzt ein Heckantriebfahrzeug. Wir bieten das Fahrzeug auch als Allrad an. Ja. Also ist auch im Allradbereich gekommen. Man sieht, wir haben hier die Frontoptik. Den Grill und die Stoßstange alles haben wir abgeändert mit dem Bodykit. Das wird sich anbieten, dass wir das rundum machen. Das heißt, wir werden also hergehen und da gibt es Heckstoßstange und alles Mögliche. Und da richtig noch eine satte Optik zu erzählen. Ne? Dadurch, dass man so enorm viel individualisieren kann, um nicht zu sagen muss, wird die Vorlaufzeit natürlich auch relativ lang sein. Die Fahrzeuge sind disponiert.
Also ja. So lange wird es nicht. Also wir sind nicht in dem Bereich, wie hier in den Nachrichten immer gemacht wird, 2 Jahre Lieferzeit. Wir reden hier vom halben Jahr. Halbes Jahr? Ja. Halbes Jahr ist enorm wenig. Weil die Fahrzeuge sind schon da. Genau. Ja, wir müssen also nicht darauf warten, dass da irgendwann mal was kommt. So. Ja, der Preis beginnt bei 279.000 Euro. Ja. Nach oben gibt es natürlich wie immer keine Grenze. Aber wir haben bestimmt eine Orientierung in der Ausführung mit den Schiffsbaumöbeln. Genau, so wie er hier steht, also jetzt ohne die Front und 2, 3 Kleinigkeiten, ist das Fahrzeug, so wie er hier steht, eben in dem Preisbereich. Okay. Das heißt, damit habt ihr dann auch schon eine Orientierung, wenn ihr wisst, ihr wollt einen Luxuskastenwagen, der mehr bietet als alle anderen Fahrzeuge auf dem Markt, dann müsst ihr mit grob 300.000 auf jeden Fall rechnen. Genau. Dann könnt ihr dieses Fahrzeug in etwa in dieser Form auch bekommen innerhalb von einem halben Jahr. Ja. Ist ja auch schon mal eine deutliche Ansage. Genau. Entsprechend in der Preiskategorie wird natürlich auch ein besonderer Service angeboten. Wie gesagt, wir werden in Deutschland maximal 6 Händler haben, die das machen, die dann auch das entsprechende Umfeld und eben den Service bieten. Ja. Also damit ist schon beinhaltet, wenn irgendwelche Dienste nötig sind, ist das eben anders wie im Normalbereich, dass man dann schon so einen VIP-Service hat. Ne? Ja, sehr schön. Ja, toll. Eugen, tausend Dank für die Vorstellung von diesem super exklusiven Fahrzeug von der Schumacher Edition. Genau. Euch hat es bestimmt auch richtig gefallen. Schreibt es in die Kommentare, hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal. Wir wissen, dass wir ungeheuer viel machen können. Wahrscheinlich, also du wirst ja auch wieder gerne reingehen in die Kommentare. Schreibt also wirklich auch, was ihr vielleicht noch zusätzlich haben wollen würdet oder was ihr euch gerne vorstellen könnt. Wir werden das auf jeden Fall berücksichtigen. Ja, so viel aus der Luxusecke hier vom Caravansalon und von Robeta. Macht's ganz gut, liebe Grüße, ciao. Ciao.